Diese Symptome, das zeigt sich dann so, das zeigt sich dann in einer Art von, das zeigt sich dann in, das zeigt sich dann in, das zeigt sich dann in. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das funktioniert, wenn wir B12 nur über tierische Produkte aufnehmen können. Wie ist das dann eigentlich mit der Kuh? Wie ist das mit dem Schwein? Wie ist das mit dem Schaf? Sind die gar keine Pflanzenfresser? Essen die vielleicht auch tierische Produkte, auch wenn sie erwachsen sind? Oder wie kommen die an ihr B12? Mit diesem Video kläre ich euch jetzt komplett über B12 auf und damit ihr halt auch eben sozusagen gegen die Fleischesser gewappnet seid, wenn die sagen, ja, aber vegane Ernährung kann doch nicht gesund sein, ihr müsst ja B12 und Vitamin D und bla 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 supplementieren. Aber fangen wir erstmal von vorne an, jetzt geht's rund um B12. B12 ist ein Mikronährstoff, weil es keine Kalorien liefert, also keine Energie liefert, daher ist es ein Mikronährstoff. Unter anderem, wie der Name ja schon sagt, ist es ein Vitamin, Vitamin B12. Warum es zu den Vitaminen gehört, ist eigentlich auch einfach zu erklären. Erstens, es ist lebensnotwendig und weil es der Körper nicht selber, also unser Organismus nicht selber herstellen kann. Der Name B12 selber hat keine besondere Bedeutung. Es bedeutet einfach nur, Vitamin B wurde als zweites gefunden, also nach dem Vitamin A wurde es entdeckt und es wurde dann mit der Zeit wurde festgestellt, dass es mehrere Vitamine gibt, die halt der Struktur von dem Vitamin B ähneln und daher hat man einfach mal gesagt, okay gut, die dem ähneln, die werden halt dann nach der Entdeckerreihenfolge B1, B2, B3 und so weiter genannt. Also B12 ist das 12. B-Vitamin, das entdeckt wurde. Unter anderem gehört es zu den wasserlöslichen Vitaminen. B12 benötigt eigentlich nur Wasser, um sich aufzulösen bzw. um resorbiert werden zu können. Ein normaler Erwachsener soll ca. 3 Mikrogramm pro Tag benötigen. Bei Schwangeren sind es ungefähr 3,5 bis 4 Mikrogramm pro Tag. Man muss aber dazu sagen, das kommt nicht wirklich darauf genau an, also dass ihr, wenn ihr genau 3 Mikrogramm am Tag zu euch genommen habt, dass es euch reicht, sondern das ist das, was in den Körper reingehen muss und meistens ist Vitamin B12 ist halt sehr flüchtiges Vitamin, kann auch inaktiv sein und so weiter und da kann viel verloren gehen bei der Aufnahme, also diese Bioverfügbarkeit sozusagen. Von daher wird eigentlich immer empfohlen, mehr zu nehmen, also überdosieren kann man B12 eigentlich nicht. So, jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Thema, was viele Veganer betreffen könnte, wenn sie halt eben wieder von Omnivoren gefragt werden und zwar, woher kommt B12? B12 wird von einem Mikroorganismus, also eine Art Bakterie hergestellt. Es ist so eine Art Abfallprodukt von diesem Mikroorganismus. Diese Bakterien, die leben unter anderem im Darm von Tieren, aber auch bei uns Menschen. In unserem Körper wird B12 hergestellt und zwar in unserem Dickdarm. Das ist nämlich dieses Problem. Der Dickdarm resorbiert eigentlich kaum noch Nährstoffe. Das heißt, bevor das B12 eigentlich irgendwie von unserem Körper aufgenommen werden kann, resorbiert werden kann, scheiden wir dieses B12 ungenutzt mit unserem Stuhlgang aus. Also der Kot ist ja der Dünger der Erde, der Dünger der Pflanzen. Also besteht die Erde eigentlich fast nur aus Kot und wie wir gerade gelernt haben, ist in dem Kot ist B12 vorhanden. Und genau so kommen dann die Tiere, die reinen Pflanzenesser, an ihr Vitamin B12. Dadurch, dass die halt eben nicht ihre Pflanzen und Kräuter und Gräser und so weiter richtig reinigen, zum Beispiel Schweine auch, die essen ja viel Dreck und so weiter, da ist wirklich aktives B12 dann vorhanden und so kommen die zu ihrem B12. Wir Menschen, wir sind natürlich durch unsere Moderne, sind wir von dem B12 weggekommen, dass wir das nicht mehr über Pflanzen aufnehmen können, einfach aus dem Grund, weil wir unser Gemüse waschen, wir waschen unser Obst und in diese Erde, die eigentlich da drauf ist, auf diesen Obst und Gemüse, die enthält größtenteils sogar aktives B12. Das heißt, wir würden oder könnten mit ungewaschenen Obst und Gemüse, an dem Erde dranhängt, Dreck dranhängt, könnten wir unseren B12-Bedarf sogar mehr als ausreichend decken. Es ist aber allerdings ein Problem. Ich würde jetzt nicht dazu raten, wascht euer Gemüse und Obst nicht mehr. Dadurch, dass man halt diese Mikroorganismen mit dem B12, also die das B12 bilden, wegspült, spült man natürlich auch andere Mikroorganismen, die vielleicht schädlich sein könnten, weg. Also schwerwiegende Krankheitserreger spült man auch damit weg. Also es hat seinen Vor- und Nachteil. Ne? Man wird weniger krank dadurch, weil man die Bakterien wegwäscht, aber es fehlt einem auch B12. Aber man würde im Endeffekt so auf natürlichen Wege zum Vitamin B12 kommen, selbst als Veganer. Veganer, die eine gesunde Lebensweise führen. Also ich sage nicht, dass automatisch ein Veganer sich gesünder ernährt, sondern die meisten Veganer
ernähren sich auch gesünder. Also die haben eine gesündere Lebensweise. Bei denen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie an sich viel weniger Vitamin B12 benötigen. Einfach, weil die Aufnahmefähigkeit des Körpers viel, viel höher ist. Von daher brauchen wir dann vermutlich gar nicht so viel Vitamin B12. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum B12 überhaupt so wichtig ist. Und zwar einmal ist es wichtig für die Bildung unserer roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten. Wenn man natürlich einen B12-Mangel hat, kann es passieren, dass der Körper nicht genügend rote Blutkörperchen herstellt. Das heißt, man könnte in eine Art Blutarmut, also Anämie, rutschen. Was aber bei B12-Mangel noch viel öfter vorkommt als eine Blutarmut, also eine Anämie. Und zwar spielt Vitamin B12 beim Nervenzellenschutz eine übergeordnete Rolle. Das heißt, ein Mangel kann im Endeffekt zu einer Störung des Nervensystems führen. Die Folge sind Symptome wie Müdigkeit, taubes Gefühl in Gliedmaßen, Depression und Nervosität. Sogar. Unter anderem, was nicht ganz so sicher ist, aber vermutet man auch, dass es an Multiple Sklerose mit beteiligt ist, also ein B12-Mangel mit eine Ursache für Multiple Sklerose ist. Aber das war lang noch nicht alles, nämlich B12 ist auch noch an der Verdauung beteiligt, also verantwortlich für eine gesunde Verdauung und eben verantwortlich dafür, dass Nahrungsbestandteile, Nährstoffe richtig verarbeitet werden können und der Körper die halt vernünftig aufnehmen kann. Also wie ihr seht, hat B12 wirklich eine sehr riesengroße Rolle und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass man keinen B12-Mangel hat. Was natürlich eine gute Frage ist, wie macht man das jetzt? Also wie deckt man seinen Bedarf? Natürlich unter anderem in tierischen Produkten, wie wir es ja gerade schon hatten, weil halt eben bei uns im menschlichen Körper ist auch B12, die Leber hat sehr viel B12, aber auch als Veganer ist es eigentlich kein Problem. Man muss bloß wissen, welche Quellen. Das Problem ist natürlich, uns wird viel erzählt, also viele Sachen, sowas wie zum Beispiel gewisse Pflanzendrinks, die haben ja B12, anderen Lebensmitteln wird B12 hinzugefügt. Das ist meistens die inaktive Form. Auch milchsauer Vergorenes, fermentierte Sojaprodukte und auch Algen, die haben meistens eigentlich nur B12 analoga. Das ist sozusagen die inaktive Form von B12, was dem Körper in dem Fall wenig bringt, wenn er nicht fähig ist, das zu aktivieren. Beziehungsweise es könnte sogar die Chance bestehen, also die negative Chance, dass dieses inaktive B12 die Rezeptoren blockiert, sodass halt eben im Endeffekt kein aktives B12 mehr verarbeitet werden kann. Deswegen sollte man schon nicht davon ausgehen, dass B12 zugesetzt in Lebensmitteln eben einem nicht viel bringt, weil es halt eben meistens inaktives B12 hat oder das vielleicht sogar die B12-Aufnahme hemmen kann. Deswegen unbedingt Vitamin B12 supplementieren. Es ist aber ein nicht nur rein veganes Problem, aus dem Punkt, weil meistens der Körper nicht gerade zu 100% gesund ist, die Magenschleimhaut, die Verdauung und so weiter. Durch die moderne Ernährung wird die viel geschädigt und dadurch kann dann B12 weniger aufgenommen werden. Und zwar, damit es der Fall ist, damit genug B12 aufgenommen werden kann, müssen genug Belegzellen in der Magenschleimhaut vorhanden sein. Die sogenannten Intrinsic Factor. Das ist ein spezielles Transporterprotein, welches B12 an sich bindet. Und wenn dieser Intrinsic Factor mit dem B12 zusammen, also mit dem B12 zusammengebunden, in den Dünndarm gelangt, kann der Dünndarm, die Dünndarmschleimhaut, das B12 aufnehmen. Und wenn dieser Vorgang nicht richtig funktioniert, kann der Körper B12 einfach nicht aufnehmen, was heutzutage wirklich bei der modernen Ernährung halt eben oft der Fall ist, dass dieser Intrinsic Factor eher zu wenig vorkommt, weil diese Belegzellen in der Magenschleimhaut zu sehr angegriffen sind, kaum noch vorhanden sind und so weiter. Deswegen wird beim Supplementieren eher empfohlen, Lutschtabletten oder Spray zu nehmen. Das bedeutet dann im Endeffekt, dass man das B12 im Mund hat, also die Lutschtabletten oder das Spray, und das kann direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. So hat man natürlich auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das B12 wirklich direkt in die Blutbahn gelangt und nicht ungenutzt großartig ausgeschieden wird. Das wäre halt schade um das Geld, wenn man sich schon B12-Supplement kauft. Dann gibt es auch nochmal den Unterschied zwischen aktiv und inaktiv. Das habe ich ja euch gerade schon mal genannt. Aber auch beim Supplementieren solltet ihr darauf achten. Es gibt einmal dieses Cyanocobalamin und das Methylcobalamin. Das Cyanocobalamin ist das Inaktive. Der Körper kann es zwar aktivieren, aber auch nur, wenn wirklich alles in Ordnung ist im Körper. Also wenn die Verdauung, wenn das alles richtig zu 100% funktioniert, kann es aktivieren. Von daher ist natürlich dann auch wieder blöd, wenn man umsonst oder zu viel Geld ausgibt, weil der Körper mit der Hälfte nichts anfangen kann. Von daher achtet gleich auf Methylcobalamin. Das ist direkt die aktive Form. Da muss der Körper nicht mehr großartig was machen. Nochmal kurz zusammengefasst. Vitamin B12 supplementieren, Lutschtabletten oder Spray und ganz wichtig, Methylcobalamin muss es heißen. Ich kann euch zwei Supplemente mal hier kurz einblenden.
Und zwar die Yarrow habe ich schon viel Gutes gehört. Das sind Lutschtabletten oder das Spray, was ich habe. Das soll auch gut sein. Jetzt ist die Frage, wie viel sollte man supplementieren? Da würde ich euch sagen, nehmt nie einfach prophylaktisch, sondern nach Bedarf. Also das heißt, einen Test machen lassen, wie bei euch der Bedarf ist und so weiter. Also ob ihr jetzt im Mangel seid, ob ihr einen vollen Speicher habt, ob ihr einen leeren Speicher habt. Ein voller Speicher kann natürlich auch nochmal bedeuten, dass ihr wirklich ohne B12-Aufnahme 2 bis 5 Jahre keinen Mangel erleiden könnt. Dieser Speicher ist in der Leber vorhanden, so eine Art Depot ist es. Das heißt also, wenn ihr mehr als genügend B12 aufnehmt, fängt die Leber an, halt eben das erstmal einzulagern. Von daher müsst ihr jetzt auch nicht immer gleich Angst haben, dass wenn euer B12-Wert okay ist, dass ihr gleich in einem halben Jahr oder in einem Jahr absolut in einen Mangel reinrutscht. Ich würde sowieso jedem empfehlen, mindestens einmal im Jahr einen Test zu machen, also allgemein beim Arzt einen Bluttest. Aber dieser allgemeine Bluttest, dieser stinknormale 0815 Bluttest, den der Arzt macht, der gibt wenig Aufschluss über den B12-Gehalt. Einfach aus dem Grund, weil der normale Bluttest halt eben das inaktive und das aktive B12 misst und da zwischen diesen zwei nicht unterscheidet. Das heißt, der Arzt kann nicht sehen, ob das inaktiv oder aktiv ist, sondern er sieht einfach nur allgemein dieses ganze B12. Und wenn ihr jetzt natürlich fast nur Inaktives habt, euer Körper nicht fähig ist, das Inaktiven umzuwandeln, habt ihr auch einen Mangel. Aber dieser Bluttest sagt halt eben nicht, dass ihr einen Mangel habt. Deswegen könnt ihr einmal beim Arzt einen Holo-TC-Test, das ist das Holo-Transkopalamin, das ist das reine aktive B12 im Blutserum messen lassen. Also das müsst ihr dann zum Arzt speziell sagen. Kann sein, dass es extra was kostet. Also Holo-TC, Holo-Transkopalamin. Wird im Blutserum nur das reine aktive B12 gemessen. Und ist dieser Wert sehr niedrig, könnt ihr auch davon ausgehen, dass eure Speicher so ziemlich leer sind. Noch besser ist es sogar, oder noch mehr Aufschluss, gibt ein MMA-Test. Das ist der Methylmalonsäurewert. Diese Säure wird vom B12 abgebaut. Und wenn kein B12 vorhanden ist, steigt der Methylmalonsäurewert, also MMA-Wert, der steigt einfach. Den kann man einmal im Blut und einmal im Urin testen. Kann ich euch auch hier mal verlinken. Das ist ein Urintest, den könnt ihr bei Amazon bestellen. Also Urinabgabe, muss man sich nicht mal stechen. Also das ist für die, die eine Nadelphobie haben. Und dann wird es in einem Labor eingeschickt und die schicken dann einem die Ergebnisse zurück. Und dann sieht man halt einfach. Und je nachdem, ob ihr, wie ihr steht und so weiter, das könnt ihr auch alle halbe Jahre machen oder einmal im Jahr, dann könnt ihr dementsprechend eure Dosis am B12 anpassen. Und jetzt haben wir es auch geschafft. Alles über B12 solltet ihr jetzt wissen. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr aber noch Fragen habt, könnt ihr die auch gerne unten in den Kommentaren stellen. Ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, vergesst ihn nicht zu abonnieren. Ich werde als nächstes, denke ich mal, werde ich Vitamin D dran nehmen. Das ist das nächste Wichtige. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.